herzlich willkommen zur 44. Folge beim King of the Road Let's Play. Ja, in der letzten Folge haben wir es ja geschafft, das Spiel zu mindestens 51% Marktanteil durchzuspielen. Ja, das Video wird natürlich wieder direkt an Anschluss zur 43. Folge aufgenommen. Denn es lohnt sich einfach, das alles am Stück aufzunehmen. Und ja, jetzt werden wir diese Folge einfach weitermachen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir Heroin nach Windcliff mitnehmen wollen. Ja, das Zitat bleibt, das aus der letzten Folge, also aus der 43. River Valley, wäre eigentlich cool. Aber guckt mal, wie viele, kann ich das hier mit der Maus? Ja. Wie viele hier bei Eastwood sich tummeln, das sind alles unsere Angestellten. Heftig, warum sind die alle auf einmal in River Valley? Sehr kurios. So, die rote Ampel haben wir nicht gesehen, das ist nicht schlimm. Dann einmal, okay, das Gegenverkehr, das ist auch nicht schlimm. Denn die Autobahn endet ja, ja gut, okay, die endet eigentlich erst relativ spät, aber das ist nicht schlimm. Ich weiß gar nicht, welche, okay, gut, jetzt haben wir es erkannt. Ja, uns kommt gleich ein Angestellter entgegen, den begrüßen wir. Wow, nicht. Da, der mit dem Wäschetruck, oder? Nee, weiter vorne, der hier. Den haben wir jetzt überholt, so. Das war auch unser Angestellter, gegen den wir ein Rennen fahren. Aber, ja gut, ich meine, irgendwann, sag ich mal, wenn alle 100% aller möglichen rekrutierbaren Personen, sag ich mal, schon angestellt sind, dann, was will man dann noch machen? Dann kann man quasi nur noch Rennen gegen die eigene Belegschaft führen. Es ist. Soweit ist es noch nicht, aber soweit wird es irgendwann mal kommen. Oh. Ja, bei 154 lenkt sich doch ein bisschen anders als bei 20. Oh, da steht auch immer noch hier der Anhänger. Oh Gott. Das hat das Spiel gemerkt. Das ist aber schön, ne? Tja, ich sollte mir vielleicht dann mal so eine Liste anfertigen, in welchen Städten wir waren. Aber ich vermute auch fast, dass die Leute ab und zu respawnen, oder? Täusche ich mich? Ich weiß es nicht. An die erfahrenen Leute, die, wow, die das hier hoffentlich gerade nicht sehen. An die erfahrenen Leute, die vielleicht gerade zusehen, respawnen die Leute. Also nicht, dass dieselben wiederkommen auf den Parkplätzen, sondern dass halt auf den Parkplätzen wieder andere wiederkommen. Ich denke schon, oder? Sollte doch eigentlich gegeben sein. So, ich weiß gar nicht, wie viele Lizenzen kriegen wir jetzt? Eine, hm? Ja, das gibt mal wieder. Eine haben wir bekommen. Okay, 7 Minuten. Ja, da fahren wir wenigstens mal schnell hoch auf den Parkplatz. Und wenn nicht, fahren wir mal nach Foothill. Am besten gleich mit Mission. Dann hätten wir vielleicht noch eine Lizenz dann mehr. Das ist immer gleich so verbinden, immer vom Parkplatz zu Parkplatz. Vielleicht haben wir Glück. Gibt hier 3. Ja. Zack. So, und damit haben wir... Achso, ja, Moment, das muss ich erst noch konfigurieren. Immer noch 55%. Erstmal gucken, haben wir hier noch... Ach stimmt, das ist... Das haben wir doch ganz vergessen. Genau, das machen wir auch gleich. Kann ich mir jetzt einen Bus kaufen? Ach, Quatsch. Das war ja auch das Falsche. Ja, ich möchte... Ich habe auch keine Probleme mit meinem Auto. Zeig mir den Bus. Ich möchte den Bus kaufen, bitte. Nee, bei dem klappt es zumindest nicht. Okay, gehen wir mal auf den anderen. Ja, das ist der andere. Okay, wieso kann ich... Nee. Ah, okay, wir müssen aufpassen. Moment. Es gibt aber bloß einen. Okay, gut, egal. Ja, wir fahren jetzt nach Foothill, haben wir jetzt die... Wie viel sind es jetzt? Nur mal kurz nachgucken. 57%. Also in etwa pro Nase so 1,5%. Kommt gut hin. Bei 29, 1,5, ja. Kommt in etwa hin. Wir haben ja immer Glück gehabt. Das war jetzt immer grün. Haha. So, wie schon gesagt, das Beste wäre jetzt nach Foothill oder wenn ich Southgate. Windcliff. Nur Fable? Greystone? Nee, bitte nicht.
Futelorizin, das ist doch bestimmt ein Medikament. Ja, die Ampel ist rot, ist mir egal. Weil, ach ja, jetzt nicht, später. Ich heile später. Da waren... Nein! Muss man echt aufpassen, die sind da ziemlich schnell, wenn es darum geht, diese Spikes auszufahren. Und die Mafia erst recht, die Mafia steht... Warum steht die Mafia da? Wir sind nicht mit der Mafia zusammengestoßen, also... Wer weiß, was die Mafia vorhat. Wollen sie uns vielleicht rekrutieren? Sollte ich mir auch so eine... Ja, so einen schwarzen Cayman zulegen? Könnte man machen, aber ich glaube, das bringt uns nicht viel, denn also mit dem BMW sind wir halt echt so schnell. Aber ich würde echt gerne mal gucken, ob es jetzt andere Fahrzeuge noch gibt. Wie halt eben den Bus. Das war knapp. Ja, wir sollten das nach Futil als erste Person noch schaffen, sofern wir jetzt gleich diesen Sprung wagen. Der darf natürlich nicht schief gehen. So, das hier müsste... Genau... Jetzt sind wir auf Platz 3. Sind jetzt wieder alles unsere Angestellten. Also wir haben jetzt sehr viel Glück oder Pech. Sieht man auch, da war... Oh. Wir sind durch die Minen gefahren, aber... Okay, wieso konnten wir die Minen ausweichen? Also das wundert mich jetzt echt. Ihr habt ja die Minen, denke ich mal, gesehen. Die Mafia legt hier immer Minen. Dass die Polizei uns nicht weiter verfolgt, das wundert mich nicht, weil wir in einem anderen Gebiet sind. Aber das mit den Minen, das ist schon... Das war grün. Ist schon verwunderlich, oder? Vielleicht haben wir echt Glück gehabt und sind so zwischendurch durchgefahren, wie soll ich sagen, ja? Mal sehen. So, jetzt haben wir hier die zwei Parkplätze in Foothill. Ich weiß, wir haben nur eine Lizenz, aber das ist erstmal nicht schlimm. Vielleicht haben wir ja Glück und wir können jemanden einstellen. Das ist erstmal jetzt das Wichtigste. Erst den oberen, dann den unteren. Zack, also mit dem BMW. Ich weiß nicht, warum ich nicht schon eher drauf gekommen bin, auf die Idee, ganz ehrlich. Ja, das sieht gar nicht mal so gut aus. Nein. Aber da haben wir wenigstens... Oder wir haben mal Glück und können... Ach ja, mein Gott. Mache ich. Oh ja, 830. What's up? Want to order a car? Choose, pal. So, bitte, zeig mir den Bus. Nee. Haben wir den... Nee, den wollten wir nicht. Der kann uns bloß mit dem Auto helfen. Nee, okay, das ist der. Na gut. Tja, vielleicht... Ich hab grün. Ihr müsst hier... schön lieb sein. So. Ja, es ist kein Hund oder keine Katze gewesen, ich weiß. Es ist ein bisschen so wie bei GTA. Wer fährt denn da schon nach Straßenregeln, ganz ehrlich? Also, oder nach STVO, sagen wir es mal so. Na gut, dann geht's nochmal nach Foothill und dann gucken wir mal, ob wir in... Ja, dass wir nach Southgate kommen. Das wäre schön. Wir haben ja noch ein Stückchen. Ja, was wollte ich gerade erzählen? Ich hab's vergessen. Nee, genau, also vielleicht weiß auch jemand von den erfahreneren Spielerinnen und Spielern, wie das ist mit dem, ja, mit dem Kauf eines anderen Fahrzeugs, also spezifisch jetzt wirklich der Bus zum Beispiel, der hier ab und zu ja mal rumfährt, ob man da erst eine gewisse Zeit warten muss, bis das Spiel das kapiert hat oder ob man da noch irgendwas anderes braucht. Westwood wäre auch notfalls okay, Windcliff. Eastwood, bitte nach Southgate. Jawohl. Zack. Süßigkeiten nach Southgate.
Schön. Ja, was ich vielleicht mal, das könnte man eigentlich mal in einer extra Folge machen. Aber da, gut, da könnte ich auch den Safe hier nehmen und speichere das dann extra. Vielleicht mal alle Cheats mal zeigen, die es gibt im Spiel. Es gibt ja eine Liste an Cheats, die da so bekannt sind, die halt zum Beispiel die ganze Karte aufdecken oder so, dass man sein Auto jederzeit reparieren kann kostenlos, indem man Backspace, also ja, die Rücktaste halt drückt. Es gibt halt hier ja so ein paar spannende Cheats halt, die auch teilweise zu wunderschönen, ekligen Spiel... Ja, jetzt nicht. Wunderschönen, ekligen Spielabstürzen führen können. Wenn man sich nämlich aus der Spielwelt raus teleportiert. Mehr als es teleportiert, sich rausschießt eigentlich. Ja, das müsste ich eigentlich auch mal als einzelnes Video mal veröffentlichen. Vielleicht sogar ohne Kommentar auf Englisch, damit es einfach von mehr Leuten verstanden wird. Denn, ja, ich bin zeitlich und auch allgemein nicht, also vielleicht bin ich in der Lage, das alles zu auf Englisch noch mit Untertiteln zu versehen, aber ich glaube, da fehlt mir einfach die Zeit. Das ist ein Hobby und ja, YouTube kann die teilweise automatisch erstellen, aber die sind natürlich ungenau wie nichts. Besonders mit dem Akzent dazu noch und vielleicht ein bisschen Nuschlichkeit, was noch vielleicht dazu kommt ab und zu, dass ich mich nicht laut und deutlich ausdrücke. Ja, ist nun mal leider so, aber was soll's. Sprung? Okay. Nichts passiert. Ich hatte nur ein bisschen Angst, dass wir zu weit fliegen und hier in den kleinen Graben fliegen. Aber nee, da ist nicht so viel Wasser drin. Aber was wir auf jeden Fall mal noch machen müssen, das muss ich mir auch unbedingt aufschreiben, diese besonderen Abkürzungen mal abfahren, die hier... Ach, irgendwo... Ach ja, gleich. Irgendwo bei River Valley oder so haben, die nicht über das Moor gehen, sondern noch woanders sind. Aber, ja. Kommt Zeit, kommt Rat. Martini nach North Harbor, das klingt ja toll. So, jetzt haben wir nämlich schon 3 Lizenzen. Jetzt muss man nämlich ein bisschen... Oh, ups. Uns auch beeilen. Ach ja, komm. Ich glaube, den können wir nicht bestechen, aber das ist nicht schlimm. Hauptsache, die hören auf mit Schießen. Das war gar nicht so wenig. Okay. Hier können wir auch niemanden einstellen, aber wir können trotzdem noch probieren. Der sieht nämlich auch wieder anders aus. Ist wieder eine andere Person. Ob es denn den... Ist ja schön, dass hier zum Beispiel unser erstes Auto wieder... verfügbar ist. Ich glaube, der war ja eigentlich... So, ne, war der blau? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber... Ja, egal. Ach, nicht... Nee, ach, ich habe die rote Ampel nicht gesehen. Mercury wäre gar nicht so schlecht. Da können wir nämlich ans... Können wir nämlich... Ja, das machen wir. Wir fahren jetzt über Westwood. Sollten wir auch noch in dieser Folge schaffen, denke ich mal. Haben wir noch 6-7 Minuten in etwa. Ich versuche ja auf 20 Minuten zu kommen. 30 ist einfach, also wäre theoretisch möglich, ja. Das hat ja Marius mal gefragt vor ein paar Wochen. 30 Minuten wäre theoretisch möglich, aber... Moment, da ist der Bus. Aber zurzeit, es ist eigentlich zeitlich alles ein bisschen jetzt durch Studium und durch die Pandemie, was da... Ja, so extra anfällt. Das ist echt der Bus. Man kann den kaufen. Ja, ist mir egal wegen den Gebühren, ganz ehrlich. Oh Gott, ist der langsam. Ich weiß gar nicht, was es heißt, wenn das Auto gebraucht ist. Was wollt ihr? Okay. Ich will mal was gucken, nicht dass das irgendwie extra Kosten. Ja, okay. So. Erstmal kurz gucken, 1,6 Millionen. So, jetzt haben wir echt einen Bus. Wir haben einfach einen Bus.
Wir haben einfach einen Bus. Krass, ich habe jetzt natürlich leider nicht geguckt, aber das können wir eigentlich nochmal machen, wie viel Tonnage der hat. Steht das irgendwo? Nee, aber unser Marktanteil hat sich, glaube ich, erhöht. Wir hatten ja vorher 56%. Ah, der ist halt so... Ah, das ist natürlich jetzt erstmal ungewohnt, ja. Ganz jetzt hier schön mit dem BMW durch die Ecke, durch die Gegend geflitzt. Moment, wir machen das mal kurz so. Der hat... Warum? Ach, wegen der roten Ampel. Jetzt habt euch mal nicht so. 16.000er Tonnage, okay. Ja, ich denke mal, wenn ich den Bus hier stehen lasse, bleibt der stehen? Okay, gut, also man kann den Bus... Das war knapp. Ja, wir haben jetzt keinen Auftrag nach Westwood, aber das ist egal. Wir fahren trotzdem hin, einfach weil wir ja dann noch zwei Lizenzen haben bis dahin. Und vielleicht das Glück haben, noch eine Person einstellen zu können. Mit dem BMW sind wir echt schneller unterwegs. Also, es war jetzt mal spannend zu sehen. Okay, man kann den Bus kaufen dann. Aber, ja, mehr will ich jetzt auch nicht unbedingt damit anstellen. Das war knapp. So, wir haben noch 4 Minuten für 2 Lizenzen. Das ist okay. Ja, wenn es halt im Westwood niemanden gibt, dann... Müssen wir mal gucken. Dann geht es nach Mercury wieder. Das Beste wäre halt wirklich zwischen Mercury und ja, North Haven, sage ich mal. Das wäre sehr lohnenswert. Zumindest scheint es immer so, weil dort halt so viele Parkplätze sind. Oh. Glück gehabt. Wären wir langsamer gefahren, hätten wir den mitgenommen. Und hätten wieder ein bisschen Stress mit der Polizei gehabt. Ja, wir sind zurzeit sehr verschwenderisch, was das Geld angeht. Aber wir haben halt 1,65 Millionen, also selbst wenn wir in den totalen Verkehrsstau, Verkehrsunfall und wahrscheinlich eine Menge Chaos damit auch ja, erzielen würden, das würde uns vielleicht 10.000 oder 20.000 kosten. Oh, das sieht gut aus. Moment, langsam. Nee. Nee, ach verdammt. Ernsthaft? Nicht mal das Auto hier. Ich glaube, der war aber auch neu, der Avensis, oder? Wobei es halt mit dem Mini auch relativ spannend wäre, ob der nicht sogar schneller ist. Müsste man mal gucken, aber... Ja, wann kommt man wieder in die Gelegenheit, einen Mini zu finden? Ich glaube, das war ja in Eastwood oder Windcliff. Briefe nach Mercury. Ja, das können wir noch machen. Das geht ja fix und da sind wir auf jeden Fall auf dem ersten Platz, sodass wir, das müssen wir sogar noch in dieser Folge noch schaffen. Also wenn man so sieht, wie viele Aufträge wir in einer Folge hier schaffen können, weil wir einfach wirklich nur durch die Gegend rasen mittlerweile. Ist echt ein bisschen ärgerlich, dass ich da nicht schon eher drauf gekommen bin. Wobei das vielleicht wieder mit dem Risiko verbunden gewesen wäre, dass wenn... Schön die LKW-Hupe im BMW, dass wenn wir zu viele Unfälle bauen, dass wir dann ja Probleme bekommen, weil uns das Geld ausgeht für die Reparaturen. Ihr seht ja, wie schnell es geht, dass man sich irgendwo mal querstellt und dann braucht man halt die mindestens 1000 Euro für die Notrufkosten. Deswegen alles nicht so einfach. Stimmt, Moment, wir hatten vorhin 57, okay. Ja, der Bus hat wirklich 1% Marktanteil ausgemacht. Okay, gut zu wissen. Also wenn es am Ende um das letzte Prozent geht und wir immer noch einen BMW fahren sollten, dann einfach auf ein größeres Fahrzeug umsteigen. Denn am Ende zählt ja tatsächlich die Gesamttonnage, also von daher. 167. 170. Ja, so kommt man doch gut durch die Gegend. Muss halt nur im richtigen Moment bremsen. Zack. Dieser Bremsweg. Durch 10x3 ist Reaktionsweg. Das waren schon mal... das nehmen wir 170. Durch 10x3 sind 51 Meter. Nur für den Reaktionsweg. Und durch 10x... Was war das? Durch 10x5? Nee. Was war denn der Bremsweg? Oh Gott,
die Berechnungsformeln sind so lang her. Ist jetzt aber auch nicht schlimm. Ich brauche erstmal keine Vorschulprüfung mehr machen. Die ist jetzt schon ein paar viele Jahre her. Es müssten jetzt über 6 Jahre sein. Wow. Ja, natürlich in echt fahre ich nicht so. Gottes Willen. Wäre doch etwas sehr riskant, denke ich mal. Jawohl, erstmal schön Unfall. Aber da sind wir mal nicht dran schuld gewesen. Aber daran sind wir dran schuld, auf jeden Fall. Ist nicht schlimm. Ja, wir überziehen ein bisschen diese Folge, ist aber nicht schlimm. Ich bringe jetzt auf jeden Fall noch halt hier links die Fracht weg. Die Briefe. Wir können fast immer nur Briefe austeilen. Briefe und Schokolade. Sehr schön. So. Und dann haben wir wieder 2 Lizenzen bekommen. Oh, wir haben... Na gut, das ist aber eigentlich egal. Ne, wir müssen hier nochmal rum. Schmups, das machen wir gleich so. Ja, das machen wir noch. Wir gucken hier noch auf den Parkplatz und wenn sich dort nichts ergibt, dann... Ja, ist es halt so. Parkplatz. Ach stimmt, der ist ja hier hinten. Ist das nicht so komisch gewesen hier in Mercury? Ja, stimmt. In der Stadt des Quecksilbers, das war alles ein bisschen komisch. Nein. Eingestellt. Was ist denn das? Ein Van. Cool. Schön. So, warten wir noch ganz kurz ab. Wie viel Prozent... Ach, Quatsch, nicht F1. 60% Marktanteil haben wir jetzt. Sehr schön. Gut, dann speichere ich euch das an dieser Stelle und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dann.